Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 60, Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen, gute Sicherheitskennzahlen durch zielgerichtete Investitionen und klare Prioritäten in der Sicherheitspolitik in der Pandemiezeit, Drucksache 20-5278. Und als erstes hat sich der Innenminister zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben am Anfang eines jeden Jahres Gelegenheit, über die polizeiliche Kriminalstatistik hier im Plenarsaal zu reden. Und das tun wir auch dieses Mal auf Basis des Setzpunktes der CDU. Und ich möchte Ihnen sagen, ich kann Ihnen sagen, dass wir auch für das Jahr 2020 wieder einen tollen Leistungsnachweis der hessischen Polizei abliefern konnten. Ich bin sehr dankbar für das, was die tüchtigen Kolleginnen und Kollegen der Polizei erreicht haben. Sie haben eine Aufklärungsquote von 65,5% erreicht. Das ist so viel, wie es noch niemals in diesem Lande gegeben hat. Seit 1971 wird diese polizeiliche Kriminalstatistik geführt. Meine Damen und Herren, wir haben in 20 Jahren die Aufklärungsquote um 16,9% erhöht. Wir haben sie um 35% erhöht in 20 Jahren, meine Damen und Herren. Das ist ein gutes, das ist ein sehr gutes Zeugnis, was die hessische Polizei sich mit ihrer Arbeit dort selbst ausstellt. Daneben, meine Damen und Herren, sind die Straftaten zurückgegangen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Straftaten sind zurückgegangen. Wir haben auch hier über 20 Jahre minus 65.000 Straftaten. Wir haben im letzten Jahr einen Rückgang von 6%, in 5 Jahren von über 17%. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wirklich, das muss man sagen, wenn man erkennen kann oder wenn man aus den Zahlen ablesen kann, dass die Straftaten so gering sind wie seit 40 Jahren nicht mehr, seit 1980. Das bedeutet Tausende weniger Opfer, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei. Und wir haben darüber hinaus eine Kriminalitätsbelastung, die so gering ist wie seit 1978. Und die ist einfach nur wichtig im Vergleich zu auch anderen Bundesländern. Wir können noch nicht sagen, wie wir im Jahr 2020 herausgekommen sind. Aber wir haben uns in den letzten Jahren sukzessive aus dem Mittelfeld auf das Treppchen, wenn ich das in der Sportlersprache sagen kann, hervorgearbeitet. Wir sind auf Platz 3 hinter Bayern und Baden-Württemberg noch im Jahr 2019. Wir warten ab, wie wir im Jahr 2020 sind. Aber eines ist sicher. Die Kriminalitätsbelastung im vergangenen Jahr ist wieder dank der Kolleginnen und Kollegen zurückgegangen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist ein besonderes Jahr. Es war ein Corona-Jahr mit besonderen Herausforderungen. Alleine 20.000 Ordnungswidrigkeiten, die in Amtshilfe sozusagen bearbeitet werden mussten. Wir hatten die A49, wir hatten den Castortransport. Es waren herausfordernde Zeiten für die hessische Polizei. Und gleichwohl ist es ihr gelungen, so herausragende Ergebnisse zu erreichen, wie ich Ihnen das gerade vorgestellt habe. Und, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren auf die richtigen Themen gesetzt, auf die richtigen Herausforderungen bereits sozusagen uns vorbereitet, die sich im Bereich der Sicherheit stellen. Einmal das Thema Sicherheitsgefühl. Wir haben hier mehrfach darüber gesprochen. Wir haben das eigene Projekt mit Kompass aufgelegt. Alleine 100 Kommunen machen dort mit, um einfach mit dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht nur die objektive Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, wie man an den Zahlen ablesen kann, verbessern, sondern auch das subjektive Gefühl laufend verbessern. Und, meine Damen und Herren, dafür ist es auch wichtig, dass die objektiven Daten an der richtigen Stelle sich zum Positiven verändern. Die Straßenkriminalität ist zurückgegangen, in 20 Jahren halbiert. Wohnungseinbruchdiebstahl im vergangenen Jahr minus 23,7%, unter besonderen Corona-Bedingungen natürlich, aber in der stetigen Folge. Wir haben in 4 Jahren einen Rückgang von 43% bei diesem für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger einschneidenden Straftat. Und auch hier kann ich nur sagen, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an die hessische Polizei.
Wir führen den Kampf gegen rechts konsequent. Das habe ich vorhin in einer anderen Debatte mit der BAOR schon dargestellt. Die hessische Polizei hat diesen Kampf aufgenommen. 315 Einzelmaßnahmen, Sicherstellung, Kontrollen, Vollstreckung von Haftbefehlen, all das hat die hessische Polizei im letzten Jahr auch wieder erreicht. Meine Damen und Herren, wir haben uns darauf eingestellt, dass wir natürlich im Bereich der Cyberkriminalität uns anders aufstellen müssen, wie das vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren war. Wir haben mit Hessen 3C eine eigene Organisation, Strukturen, die man ansonsten in Deutschland suchen muss. Wir haben eine eigene Meldestelle mit Hessen gegen Hetze. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die technische Weiterentwicklung der hessischen Polizei an einer Stelle konzentrieren mit unserem IHAB 110, einer eigenen Dienststelle, die sich damit beschäftigt. Und wir haben mit dafür gesorgt, dass wir bei der Ausbildung Cyberkriminalisten ausbilden, damit wir auch hier sozusagen aus dem eigenen Saft heraus entsprechende Kapazitäten aufbauen, um im Bereich der Cyberkriminalität eine entsprechende Antwort zu geben. Und ich sage, wir sind gut vorbereitet, weil das sind die Bereiche, die auch in der Kriminalstatistik als relevante Zunahmen bei Beleidigung, bei Bedrohung, Verbreitung pornografischer Schriften, unbare Zahlungsmittel, Computerkriminalität, das sind die Bereiche, wo wir einen Zugang an Kriminalität, eine Zunahme an Kriminalität haben. Aber wir haben uns sozusagen auf diese Herausforderung bereits eingestellt, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich den Blick auf den Schutz der Einsatzkräfte, die Verschärfung für tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte haben wir hier im Hause mehrfach diskutiert, und die polizeiliche Kriminalstatistik weist leider wieder einen Anstieg aus. Ich bin dankbar, dass wir uns hier überwiegend im Hessischen Landtag einig sind, dass wir dazu eine klare Sprache wählen. Wer Einsatzkräfte in unserem Land angreift, der greift unseren Rechtsstaat, der greift eigentlich sozusagen unsere Grundordnung an, und das werden wir niemals tolerieren. Wir haben im Bereich der Einsatzkräfte natürlich oder im Schutz der Einsatzkräfte natürlich auch darauf geachtet, dass wir mehr Personal in den letzten Jahren ausgebildet haben, eingestellt haben. Drei Sicherheitspakete. Wenn wir die letzte Rate im Jahr 2022 noch einstellen, dann werden es fast 20% mehr Polizeivollzugsbeamte in diesem Lande sein. 2.270 zusätzliche Stellen, die wir in den Blick genommen haben. Wir haben alleine im letzten Jahr 550 neue Polizeivollzugsbeamte im Einsatz gehabt, die wir begonnen haben, 2017 auszubilden. Daran kann man sehen, wir haben genau an der richtigen Stelle mit dafür gesorgt, dass wir das Personal auch ausweiten, damit wir der Polizei die Möglichkeit geben, auch diese Erfolge zu erreichen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich noch einen Punkt aus unseren besonderen Schwerpunkten herausnehmen. Das sind die verwerflichen und furchtbaren Taten an den Kinderseelen. Meine Damen und Herren, auch hier haben wir den Kampf angesagt. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, der verletzt die Schwächsten, die Schutzbedürftigsten in diesem Lande. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch hier mit einer eigenen Organisation den Straftätern in diesem Bereich auf den Füßen stehen, Druck machen, sie dingfest machen, weil es eben so ein furchtbares Verbrechen ist an den Schwächsten in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Soweit, so gut, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und auf die die Polizei sehr stolz sein kann. Aber ich sage auch, dass die gute Bilanz immer wieder und leider durch Ereignisse gestört oder man muss sagen zerstört wird, die nicht hinnehmbar sind. Meine Damen und Herren, die Aufgabe eines Polizisten ist nicht leicht. Täglich Konflikte lösen, Gefahren abwehren, Straftäter dingfest machen, im Berufsalltag immer schnellste Entscheidungen, immer Sekunden, in Sekunden Entscheidungen treffen müssen, ob gut oder richtig. Und meine Damen und Herren, da passieren auch Fehler. Das ist so. Aber das Problem ist neben dem Fehler selbst der Umgang mit den Fehlern. Und das ist eine Frage, meine Damen und Herren, für die Gesamtorganisation der hessischen Polizei, für die Glaubwürdigkeit
und für das Vertrauen. Glaubwürdigkeit und Vertrauen leiten sich halt eben auch aus einer guten und vernünftigen Fehlerkultur ab. Man mag schärfere Maßstäbe bei der Polizei als ungerecht empfinden, aber es folgt eigentlich der besonderen Rolle der Polizei. Sie sind Verteidiger von Demokratie und Rechtsstaat. Sie sind sozusagen dazu da, um den staatlichen Willen durchzusetzen. Sie sind das Gewaltmonopol und dafür mit besonderen Befugnissen, Ermittlungsbefugnissen ausgestattet. Sie sind sogar Träger von Waffen, meine Damen und Herren. Und mancher meint leider offenbar, aus dieser besonderen Rolle eigene Regeln ableiten zu können. Und das sage ich Ihnen, das ist inakzeptabel und hat in der hessischen Polizei keine Zukunft. Die allermeisten machen ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen und tadellos. Aber ich will auch sagen, das Ereignis am Vergangenen, was am Vergangenen in der vergangenen Woche öffentlich geworden ist, wo zwei Kollegen teilnahmslos dabei gestanden haben, als ein wehrloser, gefesselter Mann von einem Sanitäter ins Gesicht geschlagen wurde, hat mich fassungslos gemacht. Meine Damen und Herren, so etwas ist absolut inakzeptabel. Es ist übrigens auch egal, was vorher passiert ist. Das habe ich auch damals in Sachsenhausen gesagt, als der Polizeibeamte einen am Boden Gefesselten noch einmal getreten hat. Es ist egal, was vorher passiert ist. Und es liegt übrigens auch nicht an Social Media und an Handykameras. Polizeibeamte, und das erwarte ich von hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, haben ihren Einsatz immer tadellos zu führen, immer rechtsstaatlich korrekt, egal ob jemand filmt oder nicht filmt. Das gehört mit dazu, zu der besonderen Verantwortung, die ein Polizeibeamter in diesem Land hat. Das erwarte ich von jedem Kollegen und von jeder Kollegin. Herr Staatsminister Beuth, ich wollte nur kurz auf die Redezeit hinweisen. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Und genauso fassungslos wie dieses Ereignis selbst ist dann am Ende auch der Umgang mit den Fehlern. Weil der Umgang mit den Fehlern gefährdet am Ende die Integrität einer so großen Organisation genauso wie möglicherweise der Fehler selbst. Und deswegen, weil es am Ende um die Integrität der hessischen Polizei geht, dürfen wir so etwas, wie wir dort erlebt haben, in der Tat und im Umgang niemals dulden, meine Damen und Herren. Die Integrität lässt sich nur wahren, möglichst durch tadelloses Verhalten, aber eben auch durch eine selbstverständliche Fehlerkultur, die, das ist übrigens ein Eigeninteresse, was die Organisation selbst haben muss, die keine falsch verstandene Kameradschaft sieht, die kein Wegsehen, kein Weghören, auch kein Täuschungsmanöver. Meine Damen und Herren, mit solchen Fällen, wie wir sie dort erlebt haben, wird die Reputation einer ansonsten erfolgreichen Organisation zerstört. Und auch das wollen und dürfen wir niemals zulassen, meine Damen und Herren. Ein mangelhafter Umgang mit Fehlverhalten ist Ausdruck eines inakzeptablen Werteverständnisses. Ich habe es gesagt, das akzeptiere ich nicht, das akzeptieren wir niemals. Und ich bin mir übrigens mit den Führungskräften der hessischen Polizei in dieser Frage sehr, sehr einig. Die polizeiliche Kriminalstatistik, meine Damen und Herren, bleibt ein toller Nachweis, ein toller Leistungsnachweis für die hessische Polizei. Die Polizei sorgt gut für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Dafür können wir ihr als Organisation, aber vor allen Dingen den vielen Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einstehen, sehr, sehr dankbar sein. Ich bin es. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth.
Für die CDU-Fraktion hat sich als nächstes der Abgeordnete Bauer zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt hat aber erst einmal der Abgeordnete Bauer das Wort, ehe die Wetten hier abgeschlossen werden. Und wenn, dann bitte draußen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Beitrag zur polizeilichen Kriminalstatistik beginnt, dass wir als CDU natürlich sehr stolz sind auf die gute Arbeit, die unsere Sicherheitsbehörden und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen tagtäglich leisten. Mit Blick auf die Kriminalstatistik für das Jahr 2020 darf man feststellen, die Sicherheitslage in Hessen wird von Jahr zu Jahr besser, meine Damen und Herren. Im vergangenen Jahr 2020 ist die Kriminalitätsbelastung im vierten Jahr in Folge erneut deutlich gesunken. Mit 342.000 registrierten Straftaten wurden 22.000 Fälle weniger gezählt als im Vorjahr. Das ist minus 6,1%. Das ist, der Innenminister hat es dargestellt, der niedrigste Wert seit 1980. Die Kriminalitätsbelastung ist also auf den niedrigsten Wert gesunken seit fast 40 Jahren. Und die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist auf einem historischen Tiefstand. Das alles sind gute Nachrichten für die Menschen in unserem Land, meine Damen und Herren. Und dazu kommt, dass nicht nur die Kriminalität sinkt, sondern auch die Polizeiarbeit Erfolge vorweisen kann. Denn mit 65,5% der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten wurden letztes Jahr alle aufgeklärt. Das ist nach 2019 erneut der mit Abstand höchste jemals gemessene Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971. Das ist erfolgreiche Polizeiarbeit made in Hessen, meine Damen und Herren. Und ohne diese Zahlen der Statistik verklären zu wollen, sie sind aber jedoch ein wichtiger bundeseinheitlicher Indikator für die Arbeits- und Leistungsfähigkeit einer Polizei. Und mit Blick auf unsere Zahlen und mit Blick auf unsere Polizei darf man feststellen, in unserem Hessenland leben die Menschen in einem sehr guten Sicherheitsstandard. Wir haben weniger Fälle, höchste Aufklärungsquote, wir haben weniger Kriminalität, mehr Polizei und mehr Sicherheit. Hessen war und bleibt hoffentlich eines der sichersten Bundesländer. 2019 lagen wir auf Platz Nummer 3. Das möge so bleiben, dank dieser Regierung und der sie tragenden Fraktionen. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit schon nutzen, bei der besten Kriminalstatistik in der Geschichte unseres Landes natürlich noch einmal ganz ausdrücklich im Namen der CDU-Fraktion, der hessischen Polizei und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den hessischen Sicherheitsbehörden herzlich Dank zu sagen. Aber in meinen Dank schließe ich auch ausdrücklich die politische Führung mit ein. Denn der Innenminister, der die beste Kriminalitätsstatistik der Geschichte des Landes zu verantworten hat, ist Peter Beuth. Und er hat Tag für Tag in einem Amt voller Herausforderungen eine anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen. Und diese erfolgreiche Polizeiarbeit ist auch ein Beleg seiner erfolgreichen politischen Arbeit für die Sicherheit der Menschen in unserem Land. Lieber Peter, herzlichen Dank dafür. Und, meine Damen und Herren, wenn die Polizei mit Erfolgen aufwarten kann, dann wird das gemeinhin eher als zufällig abgetan, als sei das der politischen Führung in den Schoß gefallen. Das ist aber jedoch mitnichten so. Diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen arbeiten gemeinsam für mehr Sicherheit in Hessen. In den letzten 20 Jahren wurde der Polizeihaushalt mehr als verdoppelt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 des Innenministeriums ist mit über 1,85 Milliarden € auf einem Höchststand. Seit 2014 werden immer mehr Polizisten eingestellt, als in den Ruhestand gegangen sind. Drei große Stellenpakete führen dazu, dass 2021 mehr als 15.000 Polizistinnen und Polizisten in unserem Land für mehr Sicherheit sorgen. Das ist ein Stellenplus schon jetzt von 14%. Und wir stellen weiter Menschen ein. Nie gab es mehr Polizei in Hessen als in diesen Jahren, meine Damen und Herren. Aber wir haben nicht nur die Sicherheitsbehörden personell aufgestockt. Wir haben unsere Polizei fortwährend mit moderner Technik, Bewaffnung und Schutzausrüstung ausgestattet. Meine Damen und Herren, das Pandemiejahr 2020 war für die Polizei durchaus herausfordernd. Es gab teilweise neue Deliktsformen, aber angesichts der Gesamtentwicklung haben sich die pandemiebeschränkten Veränderungen nur sehr mäßig auf die Kriminalitätswerte ausgewirkt. Natürlich hat der Lockdown seine Spuren hinterlassen.
So waren natürlich die mangelnden Tatgelegenheiten auch Ursache dafür, dass z.B. die Zahl der Wohnungsanbrüche signifikant zurückging. Aber, meine Damen und Herren, wenn man das Ganze klar, es waren alle zu Hause, aber, lieber Kollege, seit 20 Jahren gehen die Werte zurück. Ja, seit 60%. Seit 20 Jahren geht die Zahl der vollendeten Wohnungsanbrüche zurück um 60%. Und das ist ja nicht nur pandemiebedingt, meine Damen und Herren. Das ist auch Ausdruck dessen, was die Polizei dazu leistet. Und ein Beispiel ist zum Beispiel KLB Operativ, nämlich eine moderne Software, eine Prognosesoftware made in Hessen, um die uns andere beneiden, mit denen man Wahrscheinlichkeiten von Wohnungsanbrüchen voraussagen kann und die Kräfte entsprechend steuert. Das ist alles ein Beleg für erfolgreiche Polizeiarbeit. Und natürlich hat Corona die Polizeistatistik nicht nur entlastet. Es gibt auch Bereiche, wo es Zunahmen gab. Mit über 10.000 registrierten Fällen hat z.B. die häusliche Gewalt um 7,7% zugenommen. Das war von vielen Experten erwartet worden und hat sicher etwas mit Corona zu tun. Über diese Zunahme häuslicher Gewalt sind wir sehr besorgt, zumal die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr hoch sein dürfte. Umso mehr gilt es hier, mit Präventionsarbeit entgegenzuwirken. Meine Damen und Herren, die Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres ist aber nicht nur wegen Corona eine besondere. Der Anschlag in Hanau und der Tod von 9 jungen Mitbürgern mit Migrationshintergrund waren nicht nur eine Ziffer in der Rubrik Mord und rechte Gewalt. Dieses Verbrechen war, wie auch der Mord an Walter Lübcke ein Jahr zuvor, ein Anschlag auf unsere Art zu leben, auf unser friedliches Miteinander und auf unsere Demokratie. Und deshalb gilt es nach wie vor, den Kampf gegen Extremismus in unserem Land entschlossen fortzusetzen. Diese besondere Aufbauorganisation BAOR hat der Innenminister bereits erwähnt. Es ist ein Beispiel dafür, dass Extremismus, Hass und Hetze keinen Platz in Hessen haben. Ein weiteres Beispiel ist natürlich auch die Meldestelle Hessen gegen Hetze, die immerhin im letzten Jahr 2250 Mal in Anspruch genommen worden ist und zur weiteren Verfolgung von 650 als strafbar eingestuften Handlungen führte. Meine Damen und Herren, bei allem berechtigten Stolz auf die Leistungsbilanz der hessischen Polizei verschließen wir nicht die Augen vor sich häufender, verstörender Vorkommnisse in den vergangenen Monaten. Natürlich wollen wir überzeugende Konsequenzen aus den Drohmails, dem Fehlverhalten einzelner Beamten und dem Verdacht des Extremismus eines rechtsextremen Netzwerkes ziehen. Sicherheit braucht Vertrauen in jene, die für unsere Sicherheit sorgen. Fehlverhalten Einzelner erschüttert dieses Vertrauen. Und es ist daher essentiell, dass die hessische Polizei Fehlverhalten konsequent ahndet und sich die Gesamtorganisation sowie jeder einzelne Polizist zu einem Leitbild bekennen, das die Werte unserer Gesellschaft widerspiegelt. Wir unterstützen deshalb Innenminister Peter Beuth und die Polizeiführung bei ihrem Bemühen, jedes Fehlverhalten selbstkritisch aufzuarbeiten und konsequent zu ahnden. Innenminister Peter Beuth hat schon immer auf die Vorbildfunktion einer jeden Polizistin und eines jeden Polizisten hingewiesen. Er hat auch, wie eben gerade gehört, immer eine offene Fehlerkultur angemahnt. Ich habe ihn vor kurzem, oder im Internet ist nachzulesen, dass er zitiert werde mit den Worten, mit gezieltem Wegschauen oder gar Tarnmanövern wird dem Ansehen der Polizei massiv geschadet. Zitat Ende. Es ist deshalb richtig, dass Innenminister Peter Beuth im August letzten Jahres eine 13-köpfige Expertenkommission aus unabhängigen Sachverständigen einberufen hat. Diese Expertenkommission wird bereits ergriffene Maßnahmen gegen Fehlverhalten innerhalb der Polizei evaluieren und weitere Empfehlungen für deren mögliche Weiterentwicklung beraten. Und darüber hinaus hat sich diese Kommission das Ziel gesetzt, Empfehlungen für die Implementierung eines neuen Leitbildes der hessischen Polizei zu erarbeiten. Diese Expertenkommission wird einen Beitrag zu einem strukturellen Neustart der hessischen Polizei leisten. Meine Damen und Herren, ich möchte daran keinen Zweifel lassen. Die Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten leistet tagtäglich einen wichtigen und untadeligen Dienst für die Bürger und Bewohner Hessens und damit für unsere Demokratie. Und deshalb ist es vordringlich wichtig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das verlorene Vertrauen in die Polizei zurückzugewinnen und für die Zukunft zu sichern. Und wir werden und wir wollen eine starke und erfolgreiche Polizei. Und wir wollen zugleich bürgernahe, selbstkritische und integre Schutzleute, die mit beiden Beinen fest auf dem Wertekanon unserer Verfassung stehen. Und in diesem Sinne arbeiten wir tagtäglich daran, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Arbeit der hessischen Polizei weiter zu verbessern. Wir arbeiten daran, verlorenes Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zurückzugewinnen. Und wir arbeiten auch daran gemeinsam für die Zukunft, dass die Menschen in Sicherheit
und den Wohlstand in Hessen leben können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Bauer. Als nächstes darf ich Herrn Kollegen Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokratie bitten. Und dass hier gerade ein Stabswechsel stattgefunden hat, hat gar nicht gestört. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im schwarz-grünen Sicherheitsparadies. Das haben wir ja nun zweimal uns angehört in den letzten 10 Minuten. Mich wundert, Herr Kollege Berlin, überhaupt, dass es überhaupt noch Verbrechen in Hessen gibt, wo Sie doch alles über Jahrzehnte, jetzt über 2 Jahrzehnte, richtig gemacht haben. Aber wie ist die Realität, meine sehr verehrten Damen und Herren? Es gibt überhaupt keinen Grund für Jubelarien, wenn wir beispielsweise sehen, dass rechtsextremistische Straftaten erneut stark gestiegen sind. Das sollten Sie endlich auch mal zur Kenntnis nehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass die Zahl der Wohnungseinbrüche zurückgegangen ist und die Zahl der Straßenkriminalität könnte möglicherweise etwas mit Corona zu tun haben. In Ihrer Diktion hat es wahrscheinlich einen anderen Zusammenhang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, was Sie eben nicht zur Kenntnis nehmen und das Teil Ihrer Realitätsverweigerung ist, wenn wir uns einmal andere Entwicklungen ansehen. Die Internetkriminalität ist in den letzten 5 Jahren von 17.500 Fällen auf über 27.700 Fälle gestiegen. Dramatisch der Anstieg im Bereich der Kinderpornografie um 44% und auch die Fälle von häuslicher Gewalt. Auch da gibt es möglicherweise einen Zusammenhang mit Corona, sind angestiegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das gehört zur Realität und Wahrheit in Hessen, die Sie aber leider immer wieder ausblenden. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist um über 52% auf 4.288 Straftaten gestiegen. Herr Bauer, ich habe bei Ihnen darüber nicht so viel gehört. Da haben wir einerseits, das müssen wir auch ganz deutlich sagen, die Auseinandersetzung zum Teil in extremistischer Art und Weise beim Weiterbau der A49. Das haben wir hier im Landtag auch wiederholt thematisiert und diskutiert. Und wir haben einen starken Anstieg der rechtsextremistischen Straftaten um 38% mit dem Terroranschlag und den 9 Toten in Hanau zu verzeichnen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen war ja in den letzten Jahren fast so ein Hotspot im Bereich des Rechtsextremismus. Das war der Mord an Dr. Walter Lübcke. Das war der Anschlag in Wächtersbach auf einen Eritreer. Das war der Mordanschlag in Hanau. Und deswegen müssen wir den Rechtsextremismus als eine sehr große Herausforderung entschieden bekämpfen. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Und eine Demokratie ist nur dann überlebensfähig, wenn sie wehrhaft ist. Und das muss unsere gemeinsame Anstrengung sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der Innenminister hat sich ja gelobt für all das, was Sie tun. Wir haben es ja heute Morgen im Setzpunkt der SPD ja schon gehabt. Sie machen ja vom Grundsatz her alles richtig. Und wenn es mal nicht so richtig läuft, dann sind es irgendwie andere, und das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich will nur auf die Kleinigkeit Ihrer Kompass-Umfrage hinweisen. Sie haben das ja gelobt. Wir haben einen Vorfall in Flörsheim vor einigen Wochen gehabt. Da wurde in dem Fragebogen nach Migranten und Flüchtlingen gefragt, aber auch nach der Shisha-Bar. Und den gleichen Fragen gibt es jetzt wieder in Hofheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll das eigentlich? Lernen Sie aus Ihren Fehlern nichts? Weil das sind diskriminierende Fragen, die gehören nicht in einen solchen Fragebogen. Es muss endlich einmal abgestellt werden. Und zu den Zahlen der Kriminalitätsstatistik, ich will das auch in diesem Jahr sagen, zum Thema Dunkelfeldstudie kommt von Ihnen wie immer nichts. Weil das ist durchaus ein virulentes Thema, auch in der Forschung, der Kriminalitätsforschung. Weil das ist natürlich auch das Problem, dass nicht alle Delikte erfasst werden, auch wenn Sie das in Ihrer Einschätzung nicht wahrhaben wollen. Warum sind Sie nicht bereit, Geld in die Hand zu nehmen, ein solches Forschungsprojekt mal endlich in Auftrag zu geben, so wie es auch der niedersächsische Innenminister Pistorius schon seit Langem fordert und auch versucht hat, vergeblich auf der Innenministerkonferenz. Und deswegen ist das Thema Dunkelfeld eines, was uns gemeinsam angehen muss. Wir müssen auch leider feststellen, dass über 4.000 Übergriffe und Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu verzeichnen sind. Gegen insgesamt die Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wir haben vor wenigen Monaten eine große Anhörung dazu durchgeführt. Und das, was der Innenminister bei jedem Vorfall dann sagt, härtere Gesetze. Das ist das Einzige, was von Ihnen kommt.
Dabei hat die Anhörung auch gezeigt, wenden Sie die bestehenden Gesetze in der hessischen Justiz endlich an. Dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter, Herr Innenminister, Frau Justizministerin. Weil wenn Sie sich mit Polizeibeamtinnen und Beamten vor Ort erhalten, die sagen, ja, es wäre schön, wenn man den bestehenden Strafraum endlich ausnutzen würde und nicht immer nach neueren Gesetzen ruft. Das ist auch so ein Placebo, was Sie permanent auf den Weg bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Sie proppeln, was ich höre, das ist aber an der Stelle auch egal. Herr Innenminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann kam ja gestern die Meldung, und das schlägt einem ja fast den Boden aus. Wenn Sie reden wollen, machen Sie es, dann höre ich so lange auf. Ja, aber das Rechtsstaat haben wir in der Tat unterschiedliche Auffassungen. Deswegen komme ich jetzt zu Ihnen, Herr Innenminister. Keine Angst, keine Angst. Auch wenn Sie versucht haben, eine zweite Runde. Ich bin Ihnen eingefallen und die Regierungsbank. Ich weiß, es ist tierisch schwer. Ich habe da 5 Jahre drunter gelitten, aber man kann es. Und heute wurde dann berichtet, Sie haben davon gesprochen, es müsse eine neue Fehlerkultur für die hessische Polizei geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann reden wir mal über den Vorfall in Kassel am 8. November. Über den Sie übrigens nach unserem Kenntnisstand die Fraktion nicht informiert haben. Genau, sagt er. Das ist genau Ihr Problem, Herr Innenminister. Immer dann, wenn etwas öffentlich wird, und hier durch ZDF und Bildberichterstattung, kam das Thema in die Öffentlichkeit. Seit Mitte Dezember laufen offensichtlich polizeiliche, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Warum verschweigen Sie solche gravierenden Vorgänge und melden sich immer erst dann, wenn in der Öffentlichkeit? Auch das ist eine Frage des politischen Moral und des Anstandes, Herr Innenminister Beuth. Warum schweigen Sie zu solchen Vorgängen? Und ich habe mir das Video angeschaut. Damit das auch klar ist, das Anspucken beispielsweise von Menschen finde ich einen äußerst widerlichen Vorgang. Und auch das muss ordentlich gehandhabt werden und behandelt werden, bestraft werden in einem Rechtsstaat. Damit auch gar keine Missverständnisse aufkommen. Aber dass Polizeibeamte wegschauen und weggehen, so ist das Video zu sehen, ist inakzeptabel. Und dieser ungeheuerliche Vorgang muss aufgeklärt werden. Und dann sagt der Innenminister, weitere andere Fälle gab es in Hessen und wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Ich erinnere an den letzten Sommer, meine Damen und Herren, als Sie sich meinten, mit der Präsidentin des Landeskriminalamts auseinanderzusetzen. Sie wollten sie in die Wüste schicken, weil sie angebliche Fehlversäumnisse hatte, weil die Aufklärung in der NSU 2.0 Drohbriefaffäre nicht vorankam. Sie sind ja krachend gescheitert. Sie haben doch erst Unruhe in die hessische Polizei gebracht. Und wie sieht es denn mit der Aufklärung bei dem Thema NSU 2.0 auf? Sie haben doch groß angekündigt, ein Sonderermittler mit neuen Kompetenzen. Nach 2,5 Jahren null Ermittlungsergebnisse. Und wenn etwas nicht läuft, Pannen, Pleiten und Pech. Herr Innenminister, wie steht es eigentlich mit Ihrer politischen Verantwortung? Wann sind Sie eigentlich mal bereit, politische Verantwortung für irgendwas in Hessen zu übernehmen? Für irgendwas? Immer dann, wenn es irgendwo gut läuft, haben wir ja heute gehört mit den Zahlen, dann ist es ein Erfolg dieser Koalition. Immer dann, wenn es nicht läuft, bei den Skandalen, ja, hier kann man die Bundesregierung schlecht verantwortlich machen, würde man ja gern, Innenminister wird von der CSU gestellt, immer dann, wenn es nicht läuft, taucht der Innenminister ab. Und so wie Sie mit dem Führungspersonal auch umgehen, das haben wir ja letzten Sommer erlebt, Herr Innenminister, schaffen Sie kein Vertrauen in die hessische Polizei. Damit das auch mal ganz deutlich an der Stelle wird. Weil eine Erkenntnis aus der Drohbriefaffäre ist auch, ja, es gibt offensichtlich in Teilen eine Kultur des Wegschauens. Weil dass man auf einem kleinen Polizeirevier, einer kleinen Polizeistation nichts mitbekommt, entspricht eigentlich auch nicht der Lebenswirklichkeit. Und das ist schon auch eine Frage des Führungsverhaltens. Aber sich hinzustellen, wir brauchen in Hessen eine neue Führungskultur, das finde ich ehrlich gesagt gewagt, Herr Innenminister Beuth, weil Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des Problems, der Affären und der Skandale in der hessischen Polizei. Um das mal ganz deutlich an diesem Tag auch hier zu hinterlegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will am Schluss in der Tat auch den Dank der SPD-Fraktion aussprechen an die Polizeibeamtinnen und Beamten, die einen verantwortungsvollen Dienst leisten. Die haben eine enorm hohe Belastung. Sie haben enorm viele Überstunden. Wir haben eine überdurchschnittliche Krankheitsbelastung. Und es gibt immer neue Schichten. Und Polizeibeamte und Beamte sagen uns, wir wären mal froh, wenn wir ein planbares, freies Wochenende haben. Weil die von Ihnen groß angekündigten Personalverstärkungen haben Sie erst einmal zu verantworten, weil Sie Stellen abgebaut haben. Und ich will Ihnen ein schönes Beispiel erzählen. Polizeistation Hofgeismar. Letzten Sommer gab es 4 zusätzliche Kräfte. Die waren nach 4 Wochen wieder weg. Warum? Weil die woanders eingesetzt waren.
Das sind ja auch so Dinge, die Sie ja gern ankündigen, bis 2025. Wir leben jetzt im Jahr 2021. Und deswegen ein besonderer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei. Und wir haben ja als SPD einen Haushaltsantrag gestellt, Corona-bedingte Sonderbelastungen auch finanziell auszugleichen für die Polizei und die Feuerwehr. Schwarz-Grün lehnt das natürlich eiskalt ab und beschreibt die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, das sei ein Schlag ins Gesicht für die Einsatzkräfte, die täglichst an vorderster Linie für die Eindämmung der Pandemie kämpfen. Recht haben Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Noch nicht mal ein kleines Dankeschön geben Sie zurück, auch in Form der Polizeizulage, dass die Ruhe gehaltsfähig wird. Nein, das ist typisch für Schwarz und Grün, für CDU und Grüne. In Sonntagsreden hört sich das alles toll an, aber in der Montag, der Alltagnacht, machen Sie da mal gerade gar nichts. Und deswegen kein Grund für Jubelarien. Ihre Bilanz ist schlecht genug, Herr Innenminister, und Sie sind nicht Teil der Lösung, Sie sind Teil des Problems. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph, auch Ihnen vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Als Nächstem darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Herrmann. Und das Pult ist nun für Sie zubereitet. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Der Entschließungsantrag von CDU und GRÜNEN trägt den Titel »Gute Sicherheitskennzahlen durch zielgerichtete Investitionen und klare Prioritäten in der Sicherheitspolitik in Pandemiezeiten«. Was für eine Überschrift! Selbstbewusst formuliert, gute Nachrichten, keinen Platz für Zweifel gelassen. So funktioniert Eigenwerbung. Meine Anerkennung, wenigstens im Bereich der Selbstvermarktung sind Sie zu guten Leistungen fähig. Aber dem Bürger Sand in die Augen streuen ist auch leichter, als eine qualitative, sach- und lösungsorientierte, bürgerfreundliche politische Arbeit zu leisten. Und noch etwas muss ich zu dieser Überschrift sagen. Ich war tatsächlich erstaunt, was die Damen und Herren von der schwarz-grünen Fraktion uns aus der eigenen Lobhudelei heraus da noch verkaufen möchte. Ständig in der Überschrift nicht in Pandemiezeiten wäre die Botschaft eindeutig, wenn auch nicht ganz richtig. So aber wird der Eindruck vermittelt, dass besonders in der Pandemiezeit entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, die zu guten Sicherheitskennzahlen geführt haben. Dass dem nicht so ist, beweisen Sie jeden Tag aufs Neue. Verbuchen wir es mal als netten Versuch, besondere Kompetenz in schwierigen Zeiten vorgaukeln zu wollen. Dass sich auch ohne die Pandemiezeiten in der Überschrift Überheblichkeit und Eigenlob von CDU und GRÜNEN in einem Maße widerspiegeln, die der tatsächlichen politischen Leistung beider Parteien nicht entspricht, ist leicht nachweisbar. Denn diese als gut bezeichneten Sicherheitskennzahlen sind erstens nur in der gebildeten Gesamtzahl gut. Und zweitens sind für diese Sicherheitskennzahlen mitnichten nur die zielgerichteten Investitionen und klare Prioritäten verantwortlich, zumal sie genau in diesen beiden Punkten hinter den tatsächlichen Erfordernissen deutlich zurückbleiben. Egal ob Personal oder Sachausstattung, Ihre Politik ist geprägt von zu langsam, zu wenig und zu spät. Abgesehen davon sind die in Ihrem Entschließungsantrag aufgeführten 10 Punkte nichts als alter Wein in neuen Schläuchen. Wie oft wollen Sie eigentlich noch, wenn auch immer wieder unter einem anderen Titel, Ihre teils einseitige, teils halbherzige und bestenfalls mittelmäßige Sicherheitspolitik in Hessen vermarkten? Sie müssen unsere hessischen Bürger schon für sehr einfältig halten, wenn Sie glauben, dass Sie mit dieser Infostrategie auf Dauer erfolgreich sein werden. Der sich mit diesem Thema befassende Bürger wird leicht die Informationen erlangen, mit denen er den Wert Ihrer auch noch teils schön gefärbten Nachrichtenmeldungen richtig einstufen kann. Schauen wir uns Ihre 10 Punkte, den alten Wein im neuen Schlauch, einmal an. Punkt 1. In Bezug auf die schlimmen Straftaten im Jahr 2020 stellen Sie fest, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat in hohem Maße vom Sicherheitsgefühl abhängig ist. Und Sie loben und danken den Sicherheitsbehörden für die geleistete Arbeit mit dem Hinweis, dass Sie die Behörden in den vergangenen Jahren gestärkt haben.
Alles nichts Neues. Danken tun Sie jedes Jahr. Verbesserungen haben Sie zwar vorgenommen, aber eine echte Anerkennung der Arbeitsleistung der Bediensteten ist bis heute ausgeblieben. Unsere Forderungen, Einsatzbeamte besser zu besolden, die Beihilfekürzungen rückgängig zu machen, von freier Heilversorge ganz zu schweigen, werden von Ihnen abgelehnt. Punkt 2 und 3. Hier loben Sie die rückläufige Kriminalitätsbelastung anhand der Zahl der Gesamtstraftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik zusammen mit der Steigerung der Aufklärungsquote. Dies setzen Sie in Zusammenhang mit den Investitionen in die Sicherheitsbehörden. Besonders wird auf den Rückgang der Fälle beim Wohnungseinbruch hingewiesen und auf die eingesetzte Prognosesoftware. Auch loben Sie hier nochmals die Arbeit der Polizei. Hier gilt das Gleiche, was ich bereits zu Punkt 1 gesagt habe. Ebenfalls nichts Neues. Ja, es ist erfreulich, wenn die Straftaten rückläufig sind. Aber sie sind es erstens nicht generell, und zweitens sagt die PKS anhand der Gesamtzahl der Straftaten nichts über die tatsächliche Sicherheitslage aus. Die Faktoren, die für eine solche Einschätzung zu berücksichtigen sind, habe ich schon mehrfach hier im Plenum erklärt. An dieser Stelle sei nur die Dunkelfeldstudie genannt, die wir aber von den Regierungsparteien konsequent abgelehnt wird. Man könnte meinen, sie fürchten eine solche wie der Teufel das Weihwasser. Die Ergebnisse könnten natürlich ernüchternd sein, wenn nicht sogar erschütternd. Zu klären wäre noch, wieso die Koalition zwar viel Geld in die Entwicklung von Software investiert, aber die erfolgreiche Arbeitsleistung der Polizisten nicht honoriert. Nicht die Software verhindert einen Wohnungseinbruch, das tun die Polizeibeamten. Deshalb fordern wir im Gegensatz zu allen anderen Parteien hier im Landtag für die Polizei eine eigene Besoldungstabelle. Punkt 4. Hier sollen festgestellt werden, dass die Pandemie nur geringe Auswirkungen auf die PKS 2020 hatte, es aber in diesem Zusammenhang zu Aufgabenverschiebungen hin zu Unterstützungsleistungen bei den Gesundheits- und Ordnungsämtern im Rahmen der Corona-Verordnungen kam. Auch hier wird die Polizei beim Umgang mit den Corona-Verstößen gelobt, von denen sie fast 20.000 Verstöße festgestellt hat. Und auch hier gilt, was ich schon unter den vorherigen Punkten gesagt habe. Ergänzend dazu, viel Lob und wenig Lohn. So bedanken sich CDU und Grüne bei den Polizeikräften. Bliebe noch die Frage, hat eigentlich der Einsatz der Polizei für Gesundheits- und Ordnungsämter Auswirkungen auf ihre originären Aufgaben? Vielleicht sogar auf die Kriminalstatistik? Denn wer Corona-Ordnungswidrigkeiten der Bürger verfolgen muss, kann schließlich keine Verbrecher jagen. Punkt 5. Hier wird die zunehmende Internetkriminalität und wie die Polizei und der Verfassungsschutz ihr begegnen, sowie das Kompassprogramm thematisiert. Auch nichts Neues, außer dass die Regierung viel zu spät und zu langsam diesen Bereich ausgebaut hat. Entsprechende Investitionen in diesem Bereich sind weiterhin notwendig. Sie dienen der Sicherheit unserer Bürger. Insbesondere im Bereich der Internetkriminalität müssen die personellen Ressourcen mit Spezialisten weiter aufgestockt werden. Punkt 6. Hier ist die schwarz-grüne Fraktion über die Zunahme der häuslichen Gewalt, insbesondere gegenüber der Frauen, besorgt. Die Polizei setzt deshalb jetzt verstärkt auf präventive Maßnahmen, um Taten zu verhindern, auch will sie den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Kinderpornografie konsequent führen. Super, dass Sie dies tun und fördern wollen. Das ist wirklich gut. Aber ehrlich gesagt, wir reden hier über Selbstverständlichkeiten. Aber schön, dass Sie es in Ihrem Entschließungsantrag aufgenommen haben. Punkt 7. Hier soll der Landtag feststellen, dass die Polizei der Zunahme politisch motivierter Kriminalität durch gezielte Maßnahmen und im Bereich der rechtsmotivierten Straftaten durch eine besondere Aufbauorganisation entschlossen entgegentritt. Extremismus, Hass und Hetze werden konsequent, umfangreich und mit Nachdruck bekämpft. Straftaten, egal welcher Art, insbesondere extremistische Straftaten, egal aus welcher Gesinnung heraus, gehören tatsächlich konsequent bekämpft. Allerdings vermissen wir diese Konsequenz in Ihrem Punkt 7. Offensichtlich sollen Linksextremismus, Islamismus wie auch jede andere Form des Extremismus nicht mit gleicher Konsequenz bekämpft werden. Wenn ich mir die Statistiken anschaue, muss ich feststellen, dass gerade der Linksextremismus deutlich zugenommen hat. Steigerungsrate 211%. Wo ist da die besondere Aufbauorganisation? Da stellt sich schon die Frage, sind Sie auf dem linken Auge blind oder sind Sie einfach nur aus politischem Opportunismus ignorant? Diese Frage gilt besonders der CDU. Von den Grünen erwartet man nichts anderes. Aber als CDU haben Sie hier noch Ihre Hausaufgaben zu machen, wenn Sie nicht vollkommen Ihre Glaubwürdigkeit verlieren wollen.
Punkt 8 und 9. Die Selbstbeweihräucherung geht weiter. Der Landtag soll die weitere steigende Zahl an Übergriffen auf Polizeibeamte feststellen und in diesem Zusammenhang, dass die Ausstattung der Polizei generell verbessert wurde. Bodycam, Taser, Messenger-Dienste werden genannt, ebenso die App Hessenwarn. Auch hier wieder nichts Neues. Auch hier gilt das Vorhergesagte. Wir reden von Selbstverständlichkeiten. Investitionen in die genannten Maßnahmen sind natürlich sinnvoll, aber auch hier gilt, zu spät damit begonnen und viel zu langsam umgesetzt. Ja, besser spät als nie, aber dafür muss man sich nicht noch feiern lassen wollen. Punkt 10. Hier wird das Fehlverhalten und der Umgang damit in der Polizei thematisiert. Besonders wird festgestellt, dass ein ungesetzmäßiges Handeln oder rechtsextremes Denken in unserer Polizei keinen Platz hat. Richtig, aber wieder scheint linksextremes Denken für CDU und Grüne keine Rolle zu spielen. Das müssen wir leider immer wieder feststellen. Meine Damen und Herren, ich kann mich insgesamt des Eindrucks nicht erwehren, dass CDU und Grüne hier sehr bemüht waren, mangels wenig Neuigkeiten und vieler Selbstverständlichkeiten mehr als zwei DIN A4 Seiten vollzuschreiben, um wenigstens optisch diesem Entschließungsantrag eine gewisse Bedeutung zu vermitteln. Es ist Ihnen nicht gelungen. Es bleibt beim alten Wein in, Sie wissen es schon. Aus diesem Grund werden wir dem Entschließungsantrag in dieser Form nicht zustimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, aber ein besonderer Dank an dieser Stelle für die Arbeit der Polizei. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Kollege Herrmann, für die Punktlandung.